Mahlzeit, Ding Dong und hallo zur vorletzten SPTV-Folge für das Sommersemester. Heute neben fantastischem Wetter auch fantastische News für euch. Ab der Fisch! Am Dienstag, den 10.07. richtet die offene Arbeit der Evangelischen Kirche ein Sommerkino aus. Gezeigt wird der deutsche Film Willkommen bei den Hartmanns. Das Ganze kann man um 21 Uhr in der Allerheiligenstraße 9 in Erfurt sehen. Über den Preis können wir leider noch nichts sagen, weil er zur Zeit der Recherche noch nicht bekannt gegeben wurde. Am Mittwoch lädt die Big Band Second Unit Jazz alle Musikliebhaber zum Abschlusskonzert des Sommersemesters ein. Einlass ist um 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr im Audimax. Regulär kostet das Ganze 10 Euro, ermäßigt 5. Für eine exklusivere Art und Weise der Unterhaltung könnt ihr euch an der Heidecksburg in Rudolstadt am Freitag um 19.30 Uhr das Theaterstück zur spanischen Fliege angucken. Kosten tut das Ganze 20 Euro normal, 18 Euro ermäßigt. Falls ihr am Samstag um 10 Uhr noch nichts vorhabt und euch an der frischen Luft bewegen wollt, bietet sich die Wildnistour im Biosphärenreservat an. Das Ganze dauert ca. 4 Stunden. Treffpunkt ist der Wanderparkplatz am Gasthaus Auerhahn in Stützerbach. Kosten tut das Ganze 5 Euro, aber ist sein Geld auf jeden Fall wert. Für alle Sparfüchse und Schnäppchenjäger bietet sich alternativ zur Wildnistour am Samstag auch der Flohmarkt in Arnstadt an. Beginn ist um 8 Uhr, Ende um 15 Uhr, Kosten tut das Ganze nichts. Das war's mit den heutigen SPTV-News. Euch allen viel Erfolg bei den kommenden Abgaben und Prüfungen. Macht's gut! Na, bei Wer wird Millionär am Mittwoch mal wieder in den Fernseher angeschrien, weil ihr meint, bis zur 1-Million-Euro-Frage ohne jeden Joker alles zu wissen? Wenn ihr mal wirklich beweisen wollt, was für intelligente Studierende ihr seid, dann kommt doch einfach mal am Dienstag, den 10. Juli ab 20 Uhr in den BD-Club, um beim Klugscheißen für nur 50 Cent bzw. 1 Euro mal so richtig die Intelligenz rausballern zu lassen. Neu ist immer besser, so ein Schwachsinn bei Musik ist genau das Gegenteil der Fall. Viele kapieren es nicht, aber man kann es ja versuchen, also geht am Mittwoch, den 11.07. um 21 Uhr in den BI-Club, denn da könnt ihr mal hören, was die letzten Jahre so lief. Rock im BH, das gibt's in Ilmenau eher selten. Nichtsdestotrotz, am Donnerstag, den 12. Juli, findet eine gleichnamige Party im BH-Club statt. Ab 21 Uhr geht's los, Eintritt 50 Cent bzw. 1 Euro, kommt vorbei, wenn ihr Bock auf Rock habt. Freitag, 13. Juli, 22 Uhr, trifft sich im BC-Club bei Spitten und Sippen die Ilmenauer Rap-Elite. Von Breichle über fetten Kindern werden sogar große Welpen da sein. Also, kommt vorbei! Am 10. Juli läuft um 21 Uhr im HFC der Film The Disaster Artist. Kostet 3 bzw. 4 Euro und ist im Original mit deutschen Untertiteln. Vom 12. bis 13. Juli findet das Beste statt, was seit der Erfindung des Schnittbrotes produziert wurde. Das HFC Sommerkino startet mit der Kurzfilmnacht und endet mit dem Film Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Ziemlich langer Titel. Pro Veranstaltung kostet es 3 bzw. 4 Euro, also nicht so geizig sein und vorbeikommen, Leute. Heute findet die Kurzfilm-Galanacht der Berufsfeldorientierung Medienproduktion im Humboldt-Bau statt. Dort stellen 4 Teams ihre Filme vor, an denen sie ein Jahr lang hart geschuftet haben. Denn in den letzten 2 Semestern konnten die Gruppen einiges über die Produktion von Filmen lernen und auch ihre eigenen Ideen umsetzen. Zu den Themen gehören Drogenhandel, aber auch Autismus. Ich bin gespannt, was dabei herausgekommen ist, aber jetzt genieße ich erstmal noch den Sektempfang. Gleich beginnt die Vorstellung. Zum Glück gibt es nach den ersten beiden Filmen noch eine Pause, in der man Getränke und Snacks holen kann. So, jetzt muss ich aber auch los. Ich will ja nichts verpassen. Wir haben 4 tolle Kurzfilme für euch vorbereitet, die von Studierenden der angewandten Medien- und Kommunikationswissenschaften hier produziert wurden. Hier mit Detlef Moore. Wie zufrieden sind Sie mit den Filmen? Ja, ich bin natürlich sehr zufrieden. Interessanterweise machen wir ja eine Abnahme vorher mit wissenschaftlichen Mitarbeitern und dann vergeben wir Zensuren. Ne? Wir bewerten das Ganze, also beide Semester. Und dann kommt natürlich immer die Überraschung, wie reagiert jetzt das Publikum? Wenn wir da so 5 Leute im Kino sitzen, und das uns angucken, ist immer was anderes, als wenn Publikum da ist. Und was heute passiert ist, das Publikum hat diese Filme verstanden, hat also auch den bitterbösen Stummfilm verstanden und alle anderen auch, bis hin zum letzten, wo Tränen geflossen sind in den Reihen. Muss ich sagen, bin ich sehr zufrieden und viele Leute sagen auch,
es ist nach langer Zeit wieder mal gelungen, von den Studenten Filme zu machen, die wirklich bemerkbar werden. Dann, Sie haben es zwar vorhin schon mal erwähnt, aber wie sieht denn jetzt eigentlich die Zukunft der Berufsfeldorientierung und Medienproduktion aus? Na, die sieht so aus, dass der Kollege Paul Klimser mit mir und mit Janine Liebal geredet hat, wie wir es machen wollen. Und da werden wir jetzt also gemeinsam arbeiten. Ich werde nicht auf Lehrauftrag, sondern auf Honorarbasis Kompaktseminare machen. Und Janine wird die Überleitungen jeweils machen und natürlich die technischen Bedingungen klären, weil sie natürlich am Institut ist. Und ich nicht immer nach Berlin, von Berlin anreisen muss, und so, sondern nur eben zu großen Paketen Theorie. Gut. Vielen Dank für das Interview. Ja, bitteschön, gerne. Die Kurzfilme sind vorbei, aber jetzt möchte ich noch ein paar andere Eindrücke des Abends sammeln. Ich stehe jetzt hier mit zwei Leuten von der Orga und ich habe ein paar Fragen an euch. Zum einen, wie hat euch denn die Veranstaltung bisher gefallen? Also ich finde es klasse. Also wir haben das relativ in kurzfristiger Zeit jetzt, innerhalb von, ich glaube, 3 Wochen oder so, jetzt richtig auf die Beine gestellt und dafür finde ich es richtig gut. Also auch alle Helfer, alle haben toll mitgearbeitet, deshalb, also echt, war echt, ich bin überwältigt. Also ich finde es richtig geil. Also dafür, dass wir es in kurzer Zeit geschafft haben, bin ich begeistert. Also. Wie wichtig ist es für euch, dass Medienproduktion jetzt nun doch stattgefunden hat? Also ich finde es ultra wichtig. Ich hatte mich natürlich wie die anderen wahrscheinlich für was anderes beworben, also oder entschieden ursprünglich. Und dann als Medienproduktion, es hieß, dass es wieder gibt, war ich natürlich richtig begeistert, weil ich das unbedingt machen wollte im 3. Semester, weil es einfach, ja, man lernt einfach so viel neben der Uni, was jetzt nicht direkt mit der Uni zu tun hat, ein bisschen praktisch einfach arbeiten. Sorry. Deshalb, also ich fand es richtig geil und ich saß da echt am Tag der Anmeldung 10 Minuten davor und habe jede Sekunde drauf gekriegt, dass ich da unbedingt reinkomme. Nach einer Minute war es voll und ich war richtig geil, richtig begeistert, als ich da drin war. Also ich finde es klasse und ich bin auch recht, richtig froh, dass es jetzt weitermacht, dass Janine und Detlef sich entschieden haben, das dann weiterzumachen und ihr Wissen dann an die nächsten Generationen praktisch weiterzugeben. Also ja. Damit wären wir auch am Ende der Veranstaltung. Ich hatte Spaß und ich hoffe, die Galanacht findet nächstes Jahr wieder statt.